Ja, die Telekom Baskets sind eingeladen von den Köln 99ers, von der Deutschen Telekom, zu einem Basketball-Workshop. Die Köln 99ers sind ja einer der besten Rollstuhl-Basketball-Vereine in Deutschland. Und dass die unseren Jungs mal zeigen, wie deren Sport funktioniert und worauf man da alles achten muss. Gesellschaftliche Verantwortung ist bei uns bei der Telekom besonders wichtig. Wir sind einer der größten Sportförderer in Deutschland. Wir finden die neue Sporterfahrung eine großartige Aktion. Und wir wollen das Thema Behindertensport und Inklusion hiermit auch besonders fördern. Also erstmal herzlich willkommen hier in Köln. Ja, wir freuen uns, dass ihr heute hier seid, dass wir euch unseren Sport, was eigentlich auch euer Sport ist, aber mit einer kleinen Einschränkung halt ein bisschen näher bringen zu können. Rollstuhlbasketball ist eine Inklusionssportart. Das heißt, bei uns dürfen Behinderte und auch Nichtbehinderte mitmachen. Und somit kommen quasi Nichtbehinderte und Behinderte in einem Sport zusammen und dürfen quasi national auch spielen. Because if I'm here, for example, then you can push your chair and go in front of me. Für unsere Profis ist es super interessant, Inklusion im Sport auch mal hautnah mitzuerleben. Heute hier im Rollstuhlbasketball bei den 99ers. Bisher machen sie es auch ganz gut, habe schon einige super Würfe gesehen. Eine gelungene Abwechslung für den Alltag. Wir machen das, glaube ich, schon seit über 10 Jahren, diese Workshops. Und das ist drin Sport natürlich eine super Möglichkeit, weil man sich ja dann einfach auf einer Ebene trifft. Und das ist, glaube ich, schon eine super Sache, eben auch, dass man inklusiv eben aktiv werden kann. Ja, es geht richtig zur Sache. Ne? Also das ist, Basketball war früher immer so kontaktloser Sport. Das ist hier definitiv auch nicht so. Also hier geht es richtig ab so. Ne? Es ist halt sehr armlastig, ne? Einfach, dass man muss lenken gleichzeitig und werfen alles. Und das muss man natürlich koordinieren alles. These guys were amazing to let us come here and play. I mean, for us, this was all our first time kind of doing something like this, especially for me. And it's humbling to say the least. So it was great. It was great. Ich finde es super, dass es halt für, ich sag mal, jeden möglich ist. Ne? Und vor allem auch für, auf der nationalen Ebene für beide Geschlechter. Ich meine, darum geht es ja auch so ein bisschen im Sport. Ne? Sport soll ja auch verbinden. Und ich meine, mir fällt jetzt, glaube ich, wenig ein, wo das so krass gelebt wird wie hier. Also super.